Hallo, guten Tag. Mit welcher Kreatur spreche ich denn bitte? Hallo? Also wenn Sie Viech im Gesicht nicht aufbekommen, dann kann ich nicht antworten. Dann ist das so. Dann lege ich das Telefon einfach an die Seite und dann hat sich das Gespräch für mich erledigt. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder jede Menge einzelne Telefonschnipsel, die verrückter nicht sein könnten. Doch sie sind passiert. Also nicht euch, aber mir. Und euch genau möchte ich davor schützen, dass ihr solche Telefonate nicht ans Telefon bekommt und dass ihr gar nicht erst rangeht, wenn irgendwelche komischen Nummern bei euch im Display stehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Lisa, kann ich mit dir Bratwurst sprechen? Wen möchten Sie sprechen? Mein Name ist Anna Striebs, ich rufe Sie von der Handelsplattform. Und wen möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie denn sprechen? Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige. Und wen möchten Sie sprechen? Hören Sie mich gut oder nicht? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Wen möchten Sie ich sprechen? Ich habe Sie geantwortet. Ich möchte mit der Bratwurst sprechen. Mit wem? Ich verstehe das nicht. Sie sind so. Mit wem? Ich verstehe Sie auch nicht. Mit wem möchten Sie sprechen? Der Bratwurst. Bratwurst? Bratwurst, ja, genau. Ja. Sag mal, Brat. Ja. Ja. Gut. Schönen Abend noch. Wie kann ich... Und dann war sie weg. Also gut, dass wir geklärt haben, dass sie mit dem Herrn Bratwurst sprechen möchte. Aber das war's dann auch schon. Tja, da haben wir sie wohl komplett aus dem Konzept gebracht. Wie üblich bei den Betrügern. Und am Ende legt sie dann einfach auf. Kennt man auch nicht anders von den Betrügern. Einfach nur immer wieder Wahnsinn. Aber, tja, was will man halt auch erwarten von solchen Leuten? Die rufen bei euch an, möchten Geld von euch, mindestens 250 Euro, wenn es geht 500 oder vielleicht, wenn man mal einen schmalen Taler über hat, kann man auch gerne 1000 Euro überweisen. Beziehungsweise den... Denken? Oder wie nennt man das? Naja, also es bleibt Betrug, ne? Hallo? Ja? Schönen guten Abend. Spreche ich mit Herrn Toffel? Ja, Herr Karl Toffel. Hallo? Ja. Mein Name ist Manuel Buschitz von der Firma TOX.cc. Aha. Und ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet für Online-Handel, für das Bitcoin-System. Ja. Richtig? Ja. Okay, und Herr Toffel, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie sowas schon gemacht? Ja, habe mich schon mal angemeldet. Ja, und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, habe mich schon mal angemeldet. Haben Sie sowas schon gemacht? Was? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, habe schon mehrere Anmeldungen gemacht, ja. Also im Bereich Anmelden bin ich Profi. Ja, so ist es. Da legen sie dann einfach wieder auf, wenn sie nicht so genau wissen, was der Kunde da gesagt hat. Letztendlich habe ich ja nur auf seine Fragen geantwortet. Wenn er die nun mal so undeutlich stellt, dass man überhaupt nicht so wirklich weiß, was er damit meint und da jede Menge Interpretationsspielraum ist, ja, dann braucht er sich nicht wundern, wenn er nicht die perfekte Antwort auf seine, tja, unperfekte Frage bekommt. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten schauderhaften Telefongespräch. Da keiner dran. Hallo? Ja? Ja, da ist jemand dran. Ich grüße Sie. Jan Keller ist mein Name. Sie haben sich heute auf eine Werbung für den Finanzmarkt registriert. Nee. Ich wollte Ihnen eigentlich helfen. Ich habe mich nirgendwo registriert. Vielleicht auf eine Werbung für Kryptowährungen oder... Ich war heute gar nicht am Computer. Ah, Sie waren überhaupt am Computer. Okay. Tut mir leid, eine Versicherung. Aha. Und nun? Fragen Sie vielleicht noch Fragen? Nee. Was denn für Fragen? Nun, gar nichts. Weil wir Sie überhaupt kein Interesse haben und keinen Bedarf dafür, können wir das Gespräch natürlich beenden. So, sieht so aus. Darf ich Sie fragen, haben Sie sich vielleicht für irgendetwas im Internet eigentlich angemeldet? Weil, wie gesagt, ich war halt noch gar nicht am Computer. Mhm. Gestern vielleicht? Und okay. Eigentlich diese Tage? Gestern kann sein, ja. Kann sein. Weil es ist mir eigentlich komisch, dass ich hier Ihren Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse habe. Ja, ist komisch, ganz genau. Das
Klingt auf jeden Fall nicht seriös. Genau, genau. Was machen Sie beruflich? Streamen Sie so jeden Tag oder? Was für ein Ding? Was machen Sie so beruflich? Ja, was geht denn Sie das an? Sind Sie YouTuber? Haben Sie einen normalen festen Job? Was machen Sie? Ja, was geht denn Sie das an? Eigentlich gar nichts. Also ich wollte mir spontan mit Ihnen reden. Also ich möchte Ihnen gerne weiterhelfen. Ja, wobei denn? Bei der Anmeldung. Was denn für eine Anmeldung? Sie sollten das halt verstehen. Oder sollte ich das buchstabieren? Vielleicht verstehen Sie das besser. Anmeldung? Ja, was denn für eine Anmeldung? Anton, Norbert. Ich frage mich auch, was für eine Anmeldung. Ja, dann müssen Sie doch wissen. Sie rufen mich doch an. Sie sollten mir das sagen. Sie haben Ihre Telefonnummer. Ja, aber Sie haben Ihre Telefonnummer. Ich kann das überhaupt gar nicht wissen. Sie haben sich auf eine Werbung... Ja, müssen Sie aber. ...etwas im Internet angemeldet wird. Ja, nach deutschem Datenschutzgesetz müssen Sie mir jetzt aber sagen, woher Sie die Daten haben. Dann erzählen Sie mal. Das wollte ich auch wissen. Also ich bin ja normal... Nee, das müssen Sie nicht wissen. Das müssen Sie vorher wissen, wenn Sie jemanden anrufen. Sie haben sich aber gut für dieses Gespräch vorbereitet, kann ich Ihnen sagen. Was denn für ein Gespräch? Sie rufen mich ja einfach an. Das ist ja kein Gespräch. Das ist dummes Gesabber. Dummes Gesabber. Okay. Dann können wir es natürlich auch beenden. Ja. Dass wir nicht besabbert werden. Danke. Schönen Tag noch an Sie. Ja, Ihnen nicht. Okay. Hören und Ordnung. Na gucke. Und dass er Betrüger ist, hat er uns ja dann doch noch so zwischendurch. Ein bisschen, tja... Ich denke mal, ihr habt das böse A-Wort zum Schluss dann auch noch rausgehört, auch wenn er so ein bisschen hingerotzt hat. Aber naja, was will man eigentlich erwarten? Der ruft bei euch an, fragt, ob er helfen soll, sagt aber nicht wobei. Ich meine, dass der hier wahrscheinlich wieder wusste, dass wir hier einen YouTube-Kanal haben. Ja, kann ja sein. Das liegt vielleicht daran, wenn dann auffällt und ich die gleiche Telefonnummer öfters benutzt habe, dass verschiedene Namen zur gleichen Telefonnummer gehören. Dem Problem steuere ich mittlerweile so ein bisschen mit verschiedenen weiteren Telefonnummern entgegen, dass die Mitarbeiter das nicht mehr anhand der Rufnummer festmachen können und auch nicht an der E-Mail-Adresse. Das heißt, jeder Name bekommt eine eigene Telefonnummer und eine eigene E-Mail-Adresse. Und am Ende können die Betrüger dann wenigstens nicht mehr so einfach kombinieren. Einziger Nachteil, man muss auch permanent noch die IP-Adresse zwischen Anmeldung und Anmeldung wechseln. Denn spätestens daran könnte man sonst irgendwie ausmachen, dass die Datensätze wohl irgendwie zusammengehören. Tja, so ist es halt als Gambaiter. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat, was ich euch hier auch noch mitgebracht habe. Hallo, einen schönen guten Tag. Der Benny am Apparat. Grüße, hallo. Ja, wie heißen Sie? Ben Hoffmann heiße ich. Ben Hoffmann. Mhm. Und ich wollte eigentlich zu Susanne Schnieders führen. Ja. Und mit dem Namen Ben Hoffmann können Sie kommen, wo Deutsch. Bitte? Und mit dem Namen Ben Hoffmann können Sie kommen, Wortdeutsch, oder wie? Ich hab Sie doch was gefragt, oder nicht? Hab ich Sie was gefragt? Ja, oder gehen Sie jetzt gerade ein? Spreche ich nicht flüssig genug für Sie Deutsch, mein Lieber? Ja. Was Sie? Hä? Ja. Das ist kein Problem. Ja, genau das. Jo, was jo? Was jo? Guck mal, Sie benehmen... In Deutschland zur Schule gegangen. Wahrscheinlich bist du noch nicht zur Schule gegangen. Na, immerhin habe ich mehr Bildung genossen als Sie. Ja, komm, geh mal in deine AfD, du Trottel. Ja, das kann ich auch mal machen. Hast du gewählt schon, ne? Es tut mir leid, Bildung kann man sich halt nicht ausdenken. Ne? Und bei dir fehlt die halt komplett gänzlich, aber das kann man ja leider auch nicht ändern. Ich meine, so Leute wie du tun mir ja eigentlich leid, dass sie da so einen illegalen Job in so einem kranken Callcenter machen und die Leute bescheißen wollen. Ja. Red mal Hochdeutsch mit mir, du Vogel. Red Hochdeutsch. Mhm. Hochdeutsch. Ja, okay. Ja. Das ist ein Ossi-Scheiß. Das tut mir sehr leid, dass sie so ungebildet sind. Tut dir leid. Wie soll man dich denn ernst nehmen im Leben? Ja. Tut dir leid. Komm, sei mal ein bisschen sauer. Komm, ihr Ossis, hört euch so geil an, wenn ihr sauer seid. Na, das sieht man ja, wie deine Intelligenz gerade flöht. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen sehr freundlichen Betrüger am Apparat gehabt. Als erstes macht er sich direkt mit seinem komischen deutschen Namen. Ja, verdächtig. Was anderes kann man ja nicht sagen. Dann fängt er gleich an ausfällig zu werden, weil ich ihn darauf hinweise. Und dann macht er sich über die Ossis lustig. Ist ja schon interessant. Und so einer von ruft euch an und möchte euch irgendeinen Trading-Mist verkaufen. Und ja, ruft angeblich von irgendeiner seriösen Trading-Bank an. Naja, dass das hier nur ein Betrüger sein kann, das hat er irgendwie selbst von Anfang an schon gleich wieder bestätigt. Denn welches seriöse Unternehmen wird da gleich so ausfallend und so schäbig am Telefon, wenn man darauf hinweist, dass der Name einfach nicht zur Aussprache passt?
Ich meine, natürlich kann das sein, dass ein Ausländer einen vollkommen deutschen Vor- und Nachnamen hat. Naja, aber wie realistisch ist das, dass euch jeden Tag 100 Ausländer anrufen mit deutschen Vor- und Nachnamen? Richtig, gar nicht realistisch. Natürlich fällt das als Einzelpersonen gar nicht so auf, wenn ihr vielleicht mal ein Gespräch in der Woche bekommt oder, tja, eine Nummer mal durchtelefoniert. Ist ja bei vielen Anschlüssen nicht so, dass da den ganzen Tag die Leitung wimmelt, ja, sondern nur einmal am Tag oder so. Und da fällt es vielleicht nicht unbedingt auf, dass der Name da gar nicht zu dem Typen passt, der da am Telefon sitzt. Ja, aber dadurch, dass wir hier die geballte Masse haben, kriegen wir das natürlich immer wieder mit, dass da irgendetwas auffällig ist und nicht zueinander passt. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Trevor Oczmonek? Ja. Alles klar. Ja, es geht darum, dass Sie sich bei uns angemeldet haben, bei Bitcoin System. Okay. Verstehen Sie? Ja, so nee. Wie bitte? Ja, nee. Sie haben sich bei Bitcoin System angemeldet. Warum? Haben Sie Erfahrungen eigentlich? Womit? Mit Bitcoin-Handel. Nee. Und du? Ich bin dafür zuständig, Ihnen zu helfen. Warum? Was heißt warum? Sie sind angemeldet bei uns und deswegen. Okay, und warum rufen Sie da an? Was heißt, warum rufe ich an? Ich helfe Ihnen dabei, dass Sie das Konto aktivieren. Wobei denn genau? Bei MCI Wealth Management. Schauen Sie in Ihrem E-Mail bitte. Wir haben Ihnen einen Willkommens-E-Mail gesendet. Aber die Frage war anders gemeint. Die Frage war, wobei Sie genau helfen wollen. Also Herr Oczmonek, das Geld können Sie direkt auf der Seite nicht einzahlen. Sie bekommen das Formular von uns per E-Mail. Warum? Und außerdem in der Zukunft, was heißt warum? Warum? Warum ist das eine Frage? Ja, das verstehe ich. Und deswegen habe ich Sie angerufen, diese Fragen zu beantworten. Aber machen Sie ja nicht. Sie stellen ja immer eine Gegenfrage, wenn ich eine Frage stelle. Ich sagte also, direkt auf der Webseite können Sie selber nicht einzahlen. Diese Option haben wir geschlossen. Warum? Weil das so geregelt ist. Und warum? Möchten Sie anfangen, mit Bitcoin zu handeln? Sind Sie sicher? Ich dachte, Sie haben angerufen, um Fragen zu beantworten. Aber wie gesagt, Sie kommen ja immer nur mit Gegenfragen und beantworten die Fragen ja nicht. Wenn Sie anfangen möchten, dann helfe ich Ihnen dabei, dass Sie das Konto aktivieren. Ja, aber ich hab Ihnen eine Frage gestellt. Welche Frage bitte? Warum Sie das mit dem Geld einfach nicht sperrt haben? Das habe ich nicht geregelt. Das hat die Finanzabteilung so geregelt, Herr Oczmonek. Warum? Kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir sehr leid. Okay, dann warte ich, bis Sie die Frage in Erfahrung gebracht haben. Also Sie sind einfach unseriös. Also wenn Sie wirklich anfangen wollen, das ist in Ordnung. Und nee, ich glaube, Sie sehen. Sind unseriös, weil Sie beantworten keine Fragen und schummeln sich immer raus. Herr Oczmonek, hören Sie bitte zu. Wenn wir direkt auf der Seite diese Option geschlossen haben, dann gibt es bestimmte Gründe dafür. Und das die ist Gründe möchte ich erfahren. Also, ich kann das nicht mitteilen, tut mir sehr leid. Dann fragen Sie denjenigen, der das mitteilen kann. Ich warte so was lange in der Leitung. Was hat das mit Ihnen zu tun? Verstehe ich nicht. Sie bekommen Bankdaten und wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das unseriös klingt, was Sie sagen. Das ist nicht unseriös, Herr Oczmonek. Es gibt heute tausende Möglichkeiten. Ich glaube, Sie sind eine Betrügerin. Das können Sie sagen, aber das können Sie nicht beweisen. Doch. Nein, können Doch. Sie natürlich Na, nicht. Natürlich Wieso kann ich Sie das beweisen. Wieso kommen Sie auf solchen Gedanken als erstes? Weil Sie so unseriöses Zeug labern. Was habe ich? Unseriöses Zeug labert. Na gucke. Und hier ist auch schon der Beweis. Denn sie legt einfach auf. So wie alle anderen Betrüger das ebenso tun. Da geht's nicht darum, sich mit euch noch irgendwie zu unterhalten oder zu diskutieren oder ja das Problem jetzt irgendwie zu klären und aufzulösen. Nein, da wird dann einfach aufgelegt, anstatt zu diskutieren. Natürlich gibt's auch den einen oder anderen Betrüger, der irgendwie in Diskutierlaune ist und mit euch noch eine Weile streiten möchte über das, was er da eigentlich tut am Telefon, aber naja. Die allermeisten Betrüger haben begriffen, dass wenn sie dann das Gespräch jetzt einfach beenden und naja, sich die Verabschiedung auch noch sparen, tja, dann geht's halt schneller, ne? Dann haben sie den nächsten gleich in der Leitung. Denn so ist es eben.
Sobald die da auflegen, klingelt auf deren Headset in der Regel sicherlich schon das nächste Gespräch. Und dann ist das nächste Opfer an der Leitung. So funktioniert leider der Betrug vollautomatisch und die Datensammlung funktioniert ja auch von allein. Die Leute tragen sich auf deren komischen Seiten ja von alleine ein. Und das ist eben auch das Problem. Wenn man sich einmal auf so einer Seite eingetragen hat, dann werden die Telefonanrufe definitiv nicht mehr aufhören. Es reicht auch tatsächlich, sich einmal einzutragen. Im schlimmsten Fall bekommt ihr von einer Webseite schon alleine am Tag 10 Anrufe. Tja, im besten Fall vielleicht nur einmal die Woche. Aber definitiv ist es nicht schön, wenn man solche Leute hier permanent zu Hause auf seiner privaten Leitung hat und muss sich jedes Mal dafür ärgern. Weil letztendlich, man muss sich ja bloß mal vorstellen, das Telefon klingelt, ihr steht jetzt aus dem Garten schön aus eurem Liegestuhl auf und latscht zum Telefon und dann habt ihr so ein dämliches, unsinniges Gespräch dran. Im schlimmsten Fall haben sie euch beklaut, wenn ihr drauf reingefallen seid. Natürlich, ihr fallt nicht mehr drauf rein, ihr kennt die Videos. Von daher teilt gerne die Inhalte an all eure Verwandten, Bekannten, Freunde und wen ihr sonst noch so alles kennt in WhatsApp und in allen anderen Chats. Schickt einfach die Links weiter, dürft ihr gerne tun, freue ich mich immer drüber. Ein Daumen nach oben ist natürlich auch immer wichtig. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat, das ich euch auch noch mitgebracht habe. Ich mit Trevor Otmanek, richtig? Josem Apparat. Schön. Mein Name ist Victoria Busch, ich rufe Sie an von der Online-Trading-Plattform. Was für ein Busch? Victoria Busch ist mein Name. Ach so, Victoria Busch. Genau. Also der Vicky. Victoria. Ja, hey Vicky. Hallo. Sie haben Interesse an Bitcoin, richtig? Ja, an die Taler, da die goldenen mit der komischen Zeichen drauf. Welche komischen Zeichen meinen Sie? Na, die Taler, die da drauf sind, auf die Bitcoin. Da Bitcoin sind doch, oder Kryptowährungen meinen Sie? Ja, ja, Bitcoin, da sind ja so Zeichen drauf auf den Taler. Was, auf alle Kryptowährungen sind Zeichen drauf? Ja. Welche Zeichen meinen Sie? Na, die komischen Zeichen da bei Bitcoin. Die sind ja so uffimal. Kennen Sie sich aus mit Kryptowährungen? Nee. Sind Sie? Kennen Sie sich aus mit Kryptowährungen? Natürlich. Oh, okay. Woher also denn? Also sind Sie zum ersten Mal hier, ja? Ja. Haben Sie schon mal investiert? Ja, woher kennen Sie sich denn aus mit Kryptowährung? Was denn? Ich verstehe nicht, warum Sie die Frage nochmal stellen. Wieso? Ich habe doch dieses erste Mal gestellt. Ich habe gefragt, wieso Sie sich mit Kryptowährung auskennen. Wieso? Ja. Sie haben Interesse? Vielleicht haben Sie schon mal getradet. Nee. Haben Sie nicht. Aber Sie haben Interesse? Ja. Okay. Und an welche Kryptowährung hätten Sie noch Interesse außer Bitcoin? Nur an den Bitcoin-Dollar. Nur an Bitcoin? Ja. Okay, sehr gut. Und mit wie viel möchten Sie beginnen? Das weiß ich noch nicht. Und woher kennen Sie sich nur aus mit dem Bitcoin? Die Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Woher? Ja. Woher? Ja. Ja, also vorher auch studiert, ja. Ich habe es studiert. Ach, Sie haben den Bitcoin studiert. Nachzuschauen, das kann man doch. Können Sie doch selber auch machen. Okay, an welcher Universität haben Sie den Bitcoin studiert? An welcher? Ja. An die in Frankfurt. Kennen Sie wahrscheinlich nicht. Und welche? Die kennen Sie bestimmt nicht. Na, sagen Sie doch mal. Wie heißen Sie richtig? Na, das steht doch im Computer. Also hier ist ein ausgedachter Name, also Ihren richtigen Namen. Können Sie den mitteilen? Nee, das ist kein ausgedachter Name. Ach, kommen Sie. Ach, mein Deck ist doch ein ganz normaler Name. Okay, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Was haben Sie denn jetzt für ein Problem? Ich werde Sie später kontaktieren. Ich werde mal nachschauen, wer Sie überhaupt sind. Na, Sie sind ja eine Lügnerin. Sie können ja auch nicht nachschauen, wer ich überhaupt bin. Kann ich natürlich, warum denn nicht? Jawohl, können Sie denn nachgucken? Wo machen Sie das? Auf jeden Fall werde ich nachschauen. Ja, wo denn? Das werde ich Ihnen dann ab später mitteilen, wenn ich Sie nochmals kontaktiere. Mal gucken, sind Sie eine Lügensau? Auf Wiederhören. Sie sind so eine Lügnerin, Sie betrügen Schwein. Na gucke, da hat sie sich ja wieder ganz lustig rausgeredet. Sie will nachprüfen, ob mein Name echt ist. Wie macht man das?
Richtig, geht gar nicht. Weil sie hat ja gar keine Unterlagen, keine Dokumente, gar nichts von mir. Wie möchte sie das dann bitte rausfinden? Einfach nur wieder wahnsinnig. Aber die Betrüger, die denken sich ja sowieso jedes Mal die Geschichten am Telefon vollkommen aus. Ja, da geht's ja auch dann gar nicht mehr um, naja, was sie da eigentlich noch prüfen kann. Eigentlich ist das ganze Gespräch nur dämlich und sinnlos gewesen. Grundsätzlich geht am besten einfach nie ran, wenn irgendeine unbekannte Nummer im Display steht. Na und wenn doch, dann legt ziemlich schnell auf, wenn ihr merkt, die wollen euch nur irgendeinen Müll andrehen. So wie es einfach hier bei diesen Trading-Geschichten jedes Mal das Gleiche ist. Natürlich kann man damit Geld verdienen. Ob das gut oder schlecht ist, sei nochmal ganz woanders hingestellt. Aber, naja, eins ist klar. Das, was die hier machen, das kann nicht gut sein und führt auch zu keinem Geld. Das Einzige, was ihr da macht, ist denen Geld zu schenken, wenn ihr da Geld überweist. Ah, hallo? Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Emily Anton. Spreche ich gerade mit der Loris Knusprig, ja? Nee, Knusprig. Knusprig, okay, weil sie haben, glaube ich, Knusprig. Der Anmeldung... Ah, so ist es richtig, also Knusprig. Ach, das ist ein, so, das ist ein Doppelname. Wir haben geheiratet und das, meine Rosi hieß Knusprig und ich hieß auch Knusprig und deswegen heißen wir jetzt Knusprig, weil jeder wollte seinen Namen behalten. Oh mein Gott, das ist wirklich sehr interessant. Das habe ich noch nie gehört, zu sein ähnlich. Oh mein Gott. Ja, ist mir klar. Also unter dem Vornamen hier steht Lorioris. Ja. Oh mein Gott, das ist wirklich wunderbar. Okay, mein Name ist Emil Jansson, weil da habe ich ein bisschen Zeit genommen, ne? Ich melde mich von der Unternehmer ClearPoint. Ich grüße Sie jetzt mal und ich erzähle Sie gleich jetzt den Grund von meines Anrufs. Also ich melde mich wegen Finanzmarkt, da wo Sie auch Erfahrungen haben. Die letzte Zeit haben Sie auch Interesse gezeigt, auf den Finanzmarkt da zu sein, ne? Jo, ich hab mal gedacht, ja. Okay, also jetzt momentan, wir sprechen mit ClearPoint, ein lizenziertes Gesellschaft seit 11 Jahren, wo unsere Aufgabe ist, in einer Seite alle die Leute da erstmal zu informieren über das ganze Sache und die andere Seite verstellen wir ihnen auch unsere Dienstleistungen, mit welchem Unternehmer ganz genau sie zu tun haben. Und darf ich erstmal mal fragen, Erfahrungen auf diesem Bereich, glaube ich, haben Sie nicht? Ja, die Quadratwurzel aus 16 ist 5,9. Das habe ich leider nicht verstanden, bitte. Ja, ich auch nicht. Entschuldigung? Angenommen. Was meinen Sie bitte ganz genau? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sprechen Sie bitte mit mir gerade. Ja, ich spreche mit Ihnen, danke. Aber was meinen Sie bitte ganz genau? Weil Sie sagen etwas ganz anderes gerade. Ja, ich meine das, was ich gesagt habe, danke. Ja, ja, wieder so ein Bitte-Bitte-Typ. Aber, naja. Dass der hier auf jeden Fall nicht alle Latten am Zaun hatte, ich glaube, das muss ich keinem erklären. Einfach nur unterirdisch, die Leute da am Telefon. Und genau solche Leute wollen euch euer Geld berauben. Hallo. Ja. Guten Tag, Herr Ochmanek. Ja. Grüße Sie. Mein Name ist Peter Keller, ich rufe Sie von der Firma Erfolgreiche Fix an. Herr Ochmanek, Sie haben sich vor kurzem bei uns auf der Plattform registriert und haben Interesse bekundet am automatischen Handel, im Bitcoin und im Forex-Bereich. Aha. Wann? Bitte? Wann? Vor kurzem, heute im Verlauf vom Tage. Oder? Haben Sie das nicht gemacht? Also Sie nicht, haben sich nicht über bitinfo.de bei uns registriert, Bitcoin-Info. Keine Ahnung. Ich bin da, um Sie zu unterstützen bei der Kontoeröffnung. Haben Sie Fragen? Sind Unklarheiten? Kann ich Ihnen da irgendwie weiterhelfen? Wie sieht das aus? Keine Ahnung. Haben Sie schon ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich schon sammeln können? Nee. Ist das was ganz Neues für Sie? Ja. Okay. Mal das Wichtigste für Sie vorab, bei uns müssen Sie ja nicht selber handeln. Okay. Das macht alles der Robot in Ihrem Namen. Sie werden aber von uns nicht alleine gelassen, trotz allem. Sie werden noch einen Kundenbetreuer von uns zur Seite gestellt bekommen. Das ist ein Herr mit langjähriger Erfahrung an der Börse, der wird Sie die ganze Zeit begleiten, solange Sie das Konto bei uns haben. Nach Kontoeröffnung vereinbaren wir einen telefonischen Termin mit Ihrem Kundenbetreuer, werden Sie ein kurzes Gespräch mit ihm führen. In diesem Gespräch wird er Ihnen die Kontoseite erklären. Er wird Ihnen aufzeigen, wo Sie noch für Trades abgeschlossen wurden, was für Renditen erzielt werden. Und natürlich auch allfällige Fragen Ihrerseits beantworten. Anschließend aktiviert er den Robot und dann geht's los.
Okay. Das wäre kurz der Ablauf. Wie würden Sie gerne das Konto eröffnen? Mit Online-Banking, Sofortüberweisung? Chantal. Bitte? Ja, hallo? Ja, hören Sie mich? Ja. Wie würden Sie gerne das Konto eröffnen? Mit Online-Banking, Sofortüberweisung, Kreditkarte, Visa, Mastercard? Muss man sich da gleich entscheiden? Okay, nein, müssen Sie nicht. Ich schalte Ihnen jetzt eine E-Mail zu, Herr Rochmonek, dort sind meine Kontaktdaten drauf. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, nochmals Ihre Login-Daten, eine Offerte für Neukunden und auch die Bankverbindung. Da haben Sie die Möglichkeit, das Konto mit Online-Banking zu eröffnen, okay? Ich würde Sie dann nur bitten, mir Bescheid zu geben, wie Sie sich dann entschieden haben, okay? Wie denn? Können wir kurz eine Mail schreiben, ich werde das Konto dann und dann eröffnen, oder ich habe kein Interesse, geben Sie mir einfach Bescheid, okay? Wie denn? Per E-Mail. Ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail zu. Warum? Dort sind meine Telefonnummer drauf, meine Kontaktdaten, alles drauf. Warum? Okay, gut. Ich schicke Ihnen alles zu, damit Sie das haben. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, tschüss, Trio. Abzocker. Tja, natürlich ist er nur per E-Mail erreichbar. Ist ja logisch, denn eine Telefonnummer gibt's dazu nicht. E-Mail-Adressen kann man sich anonym erstellen. Tja, und eine Telefonnummer weniger. Zumindest nicht in Deutschland. Aber im Ausland weiß ich es nicht. Also wenn man Rufnummern spooft, ist es sowieso egal. Dann ist ja nichts mehr. Ja, also dann braucht er ja die Telefonnummer nicht anmelden. Dann ist eh egal, was im Display nachher steht. Und das Schlimme ist, Rufnummern-Spoofing ist technisch heutzutage echt nicht wirklich schwierig. Das kann man, ne, also das kriegt man ruckzuck hin. Wenn man eine halbwegs vernünftige Callcenter-Anlage hat, kann man als Ausgangsrufnummer alles reinschreiben. Vollkommen egal, was da nachher steht. Und das ist eben das Problem. Also es kann tatsächlich sogar, dass die Telefonnummer von eurer örtlichen Polizei da im Display stehen. Oder sogar von euren Bekannten kann da auf einmal die Telefonnummer drin stehen. Das ist eben das Schlimme am Rufnummern-Spoofing. Man kann es technisch heutzutage einfach so einfach gestalten, dass irgendwas im Display steht und ja, keiner weiß mehr, wer so richtig angerufen hat. Ja. Ein Gespräch habe ich euch noch mitgebracht. Ja? Hallo, Trevor. Wer ist denn da dran? Guten Tag, ich heiße Jack. Und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Wie geht es Ihnen heute? Wollen Sie mir noch erstmal sagen, wie Ihre Firma heißt? Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, Desktop-Profi. Wollen Sie mir nicht erstmal sagen, wie Ihre Firma heißt? Nee, dem Anschein nach will er mir nicht erzählen, wie seine Firma heißt, denn hier hat er einfach aufgelegt. Tja, aber den komischen Chuck oder Jack oder wie auch immer der sich nennt, den hatten wir tatsächlich schon des Öfteren in unseren Videos hier. Und der Einstieg in das Gespräch ist exakt immer der gleiche. Guten Jack, ich heiße Jack, wie geht Ihnen? Ich rufe an von der Handelsplattform. Oh Mann. Einfach nur immer wieder erschütternd, dass das funktioniert. Und vor allem ist es erschütternd, wenn man solche Leute wie den Jack hier oder Jack oder was auch immer, ist ja auch letztendlich egal, dass der immer noch telefoniert. Also der begleitet uns hier tatsächlich auch schon so ein halbes Jahr. Locker. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann denkt gerne an den Daumen nach oben. Schreibt ein bisschen in die Kommentare, was ihr über die netten Betrüger hier denkt. Wer möchte, kann natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren. Am besten mit Glöckchen, denn dann verpasst ihr auch keins der neuen Videos. Wenn du magst, hier seht ihr jetzt noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos. Da kannst du dir die Zeit bis zum nächsten Video vertreiben. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.